Hey Leute, was geht ab? Ich bin KidMave und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, die neuen Herausforderungen in Fortnite sind endlich da. Nach einer zweitägigen Verspätung hat es endlich Epic Games geschafft, die wöchentlichen Herausforderungen live zu stellen. Und Leute, ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie ihr die Schatzkarte in Greasy Grove lösen könnt. Ist ziemlich einfach. Ihr seht jetzt die Karte eingeblendet und jetzt werden sich manche vielleicht schon denken, auf der Karte ist doch kein Totenkopf. Wie kann man das Ganze denn finden? Leute, mit der Season 4 müssten die meisten wissen, sind ziemlich viele neue Dinge dazugekommen und somit auch dieser Superschurkenbunker. Und wenn man sich diesen Bunker von der Seite ansieht, dann sieht man, dass das Ganze die Form eines Totenkopfs hat. Und da ist auch die Stelle, wo wir hingehen müssen. Leute, ihr müsst nicht zu Greasy Grove. Ihr habt ja die Karte von mir jetzt bekommen, deswegen fliegt nicht zu Greasy Grove. Ihr könnt direkt zu Snobby Shores in diesem Bunker. Ihr seht jetzt oben rechts, Leute, man kann noch ungefähr ein bisschen erkennen, dass es direkt neben Snobby Shores ist. Und darüber ist halt dieser Krater. Daran könnt ihr euch orientieren. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt dahin fliegt, Leute, geht einfach direkt auf die Nase drauf. Und dann müsste dieser Battle Pass Stern entweder oben auf der Nase drauf sein oder ihr müsst das Ganze kaputt machen und könnt dann da reingehen und dann müsste da der Battle Pass Stern sein. Deswegen probiert das Ganze aus. Bei mir ist der Stern jetzt nicht da, weil ich den Auswesen schon eingesammelt habe letzte Runde. Das war ziemlich dumm. Aber auch egal, Leute. Das war's dann eigentlich auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir die 5000 Abonnenten knacken. Es wird zu heftig, Leute. Habe ich richtig Bock drauf. Ist aber auch eigentlich wichtig für euch, falls ihr nichts verpassen wollt, Leute. Denn ich versuche jede Woche immer die Challenges hochzuladen und euch zu zeigen, wie ihr die schwierigsten Herausforderungen lösen könnt. Und das ohne große Probleme. Deswegen, Leute, ihr wisst, was ihr machen sollt. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Peace.